Rendezvous mit Deutschland. Von Leuten und Begebenheiten zwischen den Alpen und der Nordsee. Wie gewöhnlich, liebe Gäste, herzlich willkommen zu unserem Rendezvous mit der sowohl alten als auch in diesem Herbst ungewöhnlich kalten Heimat. Kalt deshalb, weil uns wohl ein recht strenger Winter prophezeit wird von unseren Wetterfröschen, aber noch mehr wegen der steigenden Heizölpreise und der allgemein drohenden Rohstoffknappheit auf dem Energiesektor. Immerhin, wir werden den Mut nicht sinken lassen und uns auch heute wieder mit leichteren, unterhaltsameren Dingen befassen. Mit einer Reise durchs Safariland bei Groß-Gerau, mit einem Besuch in einem Delfinarium, mit Bodybuilding, mit dem anscheinend immer noch nicht ausgestorbenen Hexenglauben und zu guter Letzt mit dem Lachsack, einer ganz fabelhaften Erfindung. Aber zunächst wollen wir einmal hören, was unser Reporter Gernot Brümmerstedt von seinen Besuchen bei Wildkatzen und Delfinen zu berichten weiß. Nur wenige Zentimeter trennen mich von einem riesigen Tiger, der jetzt über meinem Kopf entlang schreitet, meine Damen und Herren. Sie mögen es kaum glauben, aber es ist tatsächlich so. Er faucht auch jetzt. Und zwar läuft er über das Gitterdach dieses Safari-Jeeps, der übrigens in Zebrafarben angemalt ist. Jetzt halte ich ihm mein Mikrofon vor das Maul. Herr Frank, der Besitzer des Safarilandes, der mich hierher gefahren hat, der hatte eben jetzt dem Tiger ein Stück Fleisch durch das Gitter ins Maul gesteckt. Wie viele Tiere haben Sie überhaupt hier? Wir haben inzwischen 40 Löwen, 6 Tiger hier im Freigehege und nochmal 9 Tiger in Dressur. Das ist jetzt wieder der heiße Atem eines Tigers. Übrigens interessant ist ja, Herr Frank, dass Tiger und Löwen hier ganz gemeinsam und friedlich auf einem großen überhängenden Baumstamm lagern, eng aneinander geschmiegt. Wie ist das möglich? Ja, Tiger und Löwen treffen sich ja in normaler Freiheit nicht. Ich habe es fertiggebracht, die Tiere von jung auf an zusammen sich zu gewöhnen. Sie sind inzwischen 4 und 5 Jahre alt. Ich muss unterbrechen, jetzt ist also ein zweiter Tiger noch auf den Kühler gesprungen, ein dritter schnuppert vorne herum. Jetzt gibt es noch ein Stückchen Fleisch. Ja, komm, Junge, komm, so ist brav. Ja, mein Braver, ja, ist ja brav. Darf ich ihm auch mal ein Stückchen Fleisch geben? Ja, bitte, ja. Vorsicht, nicht die Finger. Nein. Komm her, mein Lieber. Na, nur schnapp mal schön. Also, das ist der erste Tiger meines Lebens, den ich selber gefüttert habe. Ganz anders fühlt man sich natürlich, wenn man mit dem Mikrofon im Wasser schwimmend Tieren nahe kommt, die zu den intelligentesten gehören, die wir kennen. Sie ahnen sicher schon, welche liebenswürdigen Geschöpfe ich jetzt meine. In dem runden Schwimmbecken der beiden Delfine, hier ein Höllenlärm, denn ein zweibeiniger Fremdkörper befindet sich in diesem Becken, ein Mensch mit einem Mikrofon in der Hand. Und das haben Sie sicher schon erraten, meine Damen und Herren, bin ich. Leider kann ich mich mit diesen entzückenden Delfinen, die außerordentlich gelehrig sind, noch nicht richtig unterhalten. Einer ist jetzt ganz dicht dran hier bei mir, ja, und richtet sich hoch auf, kriegt ein bisschen Fischfutter jetzt von Herrn Ehring. Herr Gasser, Sie haben diese Tournee unternommen. Was für Kunststücke haben Sie diesen Tieren beigebracht? Oh, die machen zusammen beide etwa 60 verschiedene Tricks hier. Also außer Salto Mortale und 6 Meter hohe Sprünge machen sie Zähne putzen, wie Sie hören. Sie können auch singen und sprechen, Fußball spielen, Kegel spielen. Sie hören schon gar nicht mehr auf zu singen hier. Also man kann das, wird zu weit führen, wenn ich alles aufzählen würde, was die Tiere machen. Delfine haben ja eine ganz eigene Sprache, aber ich glaube, es ist den Menschen auch nicht ganz gelungen, auch den Wissenschaftlern nicht, diese Sprache völlig zu verstehen. Ja, die Skala von ihren Geräuschen, die sie entwickeln, die geht schon vom
bellen, über Pfeifen und Quietschen, wie sie gehört haben, aber man hat noch nicht, man sagt, sie haben eine Sprache, aber man konnte noch nicht feststellen, also sprechen konnte noch keiner mit ihnen. Außerdem verfügen sie ja über ein hervorragendes Unterwasser-Echolot-Verfahren, das also präziser und weitreichender ist als das der besten U-Boote. Nun, Herr Gasser, wie haben Sie jetzt die Tiere überhaupt hierher gebracht? Das muss doch sicher recht schwer gewesen sein. Ja, wir haben da spezielle Boxen, die in den Vereinigten Staaten entwickelt worden sind, mit eingebautem Brausen, also Duschen. Unten befinden sich da etwa 60 Liter Wasser und das kreist immer über die Tiere weg, damit sie immer schön nass sind. Ja, da können sie also sowohl in der Luft als auch auf dem Landwege auf diese Weise transportiert und gekühlt werden. Herr Gasser, haben Sie schon mit Ihren Tieren mal irgendwelche besonderen Erlebnisse gehabt? Besonders lustig ist, wenn die Leute reinkommen ins Zelt, dann sieht man schon die beiden Delfine, wie sie aufpassen, und sobald ein Besucher zu nahe ans Becken tritt, dann geht es los, dann spritzen sie sie an und sie können dann die Gesichter von den Delfinen sehen, wie sie sich schelmisch freuen, wenn die Leute also schön recht nass geworden sind vorne am Becken. Ja, also mich können sie jetzt wirklich nicht mehr nasser machen, die beiden, denn ich schwimme ja jetzt mit ihnen hier im Bassin und bin am Beckenrand, halte mich ja fest. Und die beiden, sie turnen unter Wasser gewesen. Einer kommt jetzt eben an mich heran. Ich habe vorhin schon versucht, als ich zwischen ihnen herumschwamm, vor dieser Aufnahme, bei einem die Rückenflosse zu erfassen. Ich konnte seine wunderbare Haut fühlen, jetzt habe ich bei einem hier... Jetzt spritzt er mir der zweite das Mikrofon voll. Und das ist ganz eigenartig, wie diese Haut sich anpasst. Jetzt sind die beiden wieder ganz dicht dran. So, komm mal her, lass dich mal anfassen, komm. Darf ich mal einen Fisch haben? Geht das noch, ja? So, jetzt gebe ich ihm den mal hier in den einen. So, macht nichts. Und jetzt kriegt der andere auch einen. Hopp. Und flups. Aber wenn man sie anfasst, dann machen sie plötzlich also heftige Wände zurück. Und jetzt spritzt mich der eine an. Wahrscheinlich hätte er den zweiten Fisch auch noch gerne gehabt. Herr Gasser, also diese Tiere sind in ihrer Wesensart doch fast menschenähnlich. Und jemand hat mal gesagt, die Delfine sind der Bruder des Menschen im Meer. Woher kommt es eigentlich, dass sie uns so wohlgesonnen sind? Wissen Sie dafür eine Erklärung? Na, eine Erklärung nicht. Ich weiß nur, dass sie sehr verspielt sind und dass sie sehr menschenfreundlich sind und überhaupt nicht bösartig. Sie können also zu jedem wilden Delfin hingehen. Er würde sie niemals beißen. Er würde versuchen, mit ihnen zu spielen. Aber bösartig habe ich noch nie einen Delfin erlebt. Aber gefährlich kann ein Delfin, glaube ich, werden, wenn Haie auftauchen, nicht wahr? Wenn junge, kranke Tiere vielleicht gefährdet sind, dann setzen die Delfine zu ihren fürchterlichen Rammstößen in die Flanke ein. Und so manch ein Hai hat da, glaube ich, schon dran glauben müssen. Ja, richtig. Die Waffe des Delfins ist die Schnauze und die ist sehr hart. Also wenn er durch seine Tempo, durch seine ungeheure Schnelligkeit, wenn ein Hai rammt mit seiner Schnauze, kann er ihn durch diese Rammstöße erledigen, nicht? Kann ich nur sagen, Herr Gasser, welch ein Glück, dass diese beiden lieben Tierchen hier mich nicht für einen Hai halten, denn dann wäre es wahrscheinlich schon längst um mich geschehen. Ich bedanke mich herzlich und bedanke mich auch bei euch, ihr beiden. Na komm, gebt doch nochmal laut. Wiedersehen. Geachtet von den Männern, angebetet von den Frauen. Mit solchen und ähnlichen Wahlsprüchen locken in der Bundesrepublik immer mehr Bodybuilding-Institute Kunden an. Ich hatte dünne Arme, deswegen ärgerte mich mein Bürokollege. Und dann mögen die Mädchen keine schmächtigen Männer. So begründete einmal ein 21-Jähriger seine körperliche Fron in einem Bodybuilding-Center. Inzwischen gibt es immerhin schon 300.000 westdeutsche Bobi-Anhänger. Große Muskelmassen allein sind jedoch nicht entscheidend, erläutert ein Trainer. Sie müssen wie von einem Bildhauer klar und scharf herausgemeißelt sein. In der Sprache der Muskelmänner heißt das Definition. Bodybuilder mit höchst vollendeter Definition
haben die Möglichkeit, ein sogenanntes Diplom zu erwerben. Dieses Zertifikat berechtigt Sie als professionelle Künstler und Kunstwerk zugleich an Wettkämpfen teilzunehmen. Wer es geschafft hat, lebt wahrhaftig nicht schlecht. Einige Muskelmänner verdienen pro Jahr etwa 100.000 Mark. Solche Einkommen werden sonst nur Spitzenmanagern in der Wirtschaft gezahlt. Die Unkosten sind davon schon abgezogen. Auch der Aufenthalt im feudalsten Trainingspalast der Welt in Santa Monica, USA, wo die angehenden Mr. Germany, Mr. France oder gar Mr. Universum ihre Körper täglich modellieren. Zwischendurch reisen sie zu Länder-, Erdteil- und Universumswettkämpfen. Sie pflegen sich, ihre kahl rasierten Körper mit Haut und Sonnenöl einzureiben und schinden sich täglich 5 bis 6 Stunden lang, damit die Sehnen hervortreten und die Muskeln anschwellen. Ist der große Augenblick gekommen, werden die Muskelmänner auf die Bühne gerufen. Meistens sind es 8 bis 10 gleichzeitig. Die Menge johlt. Konzentriert lassen die Anwärter auf einen Mister-Titel ihre Muskeln spielen. Die Männer sehen aus, als wären sie mit einer Pressluftpumpe aufgepustet. Oberschenkel und Arme schwellen zu Bergen. Mit einem Zentimetermaß geht der Schiedsrichter herum. Er achtet darauf, wie gut proportioniert, wie dick die einzelnen Muskelpartien sind und wie sie sich voneinander abheben. Von allen Seiten müssen sich die Muskelmänner begutachten lassen. Dann dürfen sie wieder abtreten. Kurz darauf posieren sie einzeln. Im Lichterglanz der Scheinwerfer kann jeder sein spezielles Können vorführen. Aber nicht nur Arme und Beine müssen stimmen. Einen wahren Meister erkennt man auch an der Bauchmuskulatur und an der Rückenlandschaft, wo jeder Muskelstrang sichtbar sein muss. Ein ehemaliger aus der Bundesrepublik stammender Mr. Universum ist besonders stolz auf seinen Brustumfang. Er beträgt 148 Zentimeter. Wer das erreichen will, muss sich nicht nur 6 Stunden pro Tag mit Kraftgeräten plagen. Wichtig ist ebenso eine entsprechende Ernährung. Aufschlüsse darüber gibt ein Blick in die westdeutsche Fachzeitschrift der Bodybuilder, Athletic Sports Journal. Dort werden zumeist Pillen und Pulver angepriesen, die man in Wasser auflöst. Die Bezeichnungen dafür lauten etwa Provita oder Jugendkraft. Ihren Geschmack beschreibt der Werbetext folgendermaßen: Milchshake mit den Nährstoffen eines Rinderfilets. Mit dem Verkauf von Nahrung für Muskelmänner und Kraftgeräten haben in der Bundesrepublik einschlägige Industriezweige ein Vermögen verdient. Um das Geschäft noch weiter anzukurbeln, bemühen sich clevere Manager im Augenblick darum, dass die Behörden Bodybuilding als förderungswürdigen Sport anerkennen und Zuschüsse zahlen. Doch sie werden nicht viel Erfolg haben, denn die Fachleute meinen, Bodybuilding sei nur eine Art männlicher Schönheitswahn. Festgestellt wurde auch, dass Bodybuilder für den Leistungssport ungeeignet sind. Die übergroßen Muskeln stehen ihnen dabei im Wege. Außerdem werden Herz, Kreislauf und Lungen nicht voll austrainiert. Die Annahme, dass Muskelmänner von den Frauen angebetet werden, scheint ebenfalls ein Trugschluss zu sein. Darüber befragte ein Meinungsforschungsinstitut in West-Berlin eine repräsentative Auswahl von Frauen. Fast alle lehnten Männer, die Bodybuilding betreiben, ab. Eine junge Frau resümiert das Urteil ihrer Geschlechtsgenossinnen folgendermaßen: Wenn mein Mann das täte, würde ich glauben, er sei nicht normal. Ich würde dann einen Arzt kommen lassen. Ausgesprochen schöner Heinrich, der die Liebe entfacht. Ausgesprochen schöner Heinrich, sag mir, wie man das macht. Frauen lechzen nach dir, Frauen krächzen nach dir, Frauen frieren für dich, funktionieren für dich, und sie flattern für dich, kriegen Blattern für dich. Und so ein lebender Busen wird bebender. Ausgesprochen schöner Heinrich, gib's Geheimnis mir preis, wie es kommt, dass die Frauen dich so schrecklich lieben, aber du bleibst wie Eis. Ausgesprochen schöner Heinrich, der nicht eine erhört. Ausgesprochen schöner Heinrich, sag mir, ob dich das stört.
Frauen parken für dich, sammeln Marken für dich, waschen Wäsche für dich, fangen Frösche für dich, tragen Brillen für dich, schlucken Pillen für dich. Sagst du ein Sohn mächtig, werden alle ohnmächtig, ausgesprochen schöner Heinrich. Ach, erklär's mir genau, wie es kommt, dass du alle Frauen besitzen könntest und besitzt keine Frau. Ich möchte gern wissen, ob sie sich zum Küssen bei dir an die Wand stellen und unglücklich anstellen, in Reihe und Glieden dort abwarten, bis du zu küssen geruhst. Es tät mich interessieren, ob du beim Supieren die Suppe nie schlürftest und ob du es dürftest und was sie dann täten im Fall, dass du tust. Frauen boxen für dich, melken Ochsen für dich, backen Torten für dich, sparen mit Worten für dich, fälschen Pässe für dich, kriegen Abszesse für dich. Für dich sieht man pünktlich sie zu einem Rendezvous pilgern. Für dich wählen sie von zwei Hüten am Ende den Wilgern. Für dich wissen sie auch beim Fußball genau, was abseits ist. Und willst du zu Fuß gehen, so fragen sie niemals, wie weit es ist. Sie ermutigen dich noch zu Poker und Schnaps und Zigarren. Und bekennen dir frei von Finanzen, verstehen sie an Schmarren. Und nur in den seltensten Fällen erzählen sie dir Witze. Und hast du ein Taschentuch, bleibt es in deinem Besitze. Für dich sind sie vollkommen desinteressiert an Dior's Pariser Karriere. Für dich wird auch niemals ein Handschuh verloren im Theater am Abend vorher. Für dich ist kein Winter in Kitzbühel, höchstens eine Dämmerung am Semmerung. Und hast du vergessen, dein Bad abzudrehen und der Fußboden schwimmt, sagen sie höchstens zu dir, ach du Armer, hast so viel im Kopf und jetzt ist Überschwemmerung. Und sie scheuern für dich, zahlen Steuern für dich, kaufen Hosen für dich, passen Rosen für dich, sie verbluten für dich, schieben Valuten für dich. Ja, vom Amalienbad bis Australien ruft man nur, du schöner Heinrich, schöner Heinrich, komm doch bitte zu mir. Ein Männlein steht im Walde ganz ohne Grund, es hat vor lauter Ärger ein Schloss vorm Mund. Das Männlein blickt ganz stier und schreibt auf ein Papier: Heinrich, mir graut vor dir. Im Märchen schob man sie kurzerhand in den Ofen, damit ihre schwarzen Seelen so richtig schön schmoren konnten. In Wahrheit aber wurden sie meistens auf einem Scheiterhaufen verbrannt oder aber auch ertränkt. Nicht etwa unsere Muskelprotze bewahren, nein, die Hexen. Im deutschsprachigen Raum geschah das nachweislich und öffentlich zum letzten Mal im Jahre 1782 zu Glarus in der Schweiz. Die Unglückliche verbrannte im Feuer, was damals als Beweis dafür galt, dass sie auch wirklich eine Hexe war. Nur wenige Jahre vorher hatten brave Bürger aus Essen-Rellinghausen die andere Methode der Hexenbeseitigung praktiziert. Sie warfen die Dame kurzerhand in die Ruhr. Es ist nicht überliefert, ob sie die Kunst des Schwimmens beherrschte. Soweit unser Kurzrückblick in die Geschichte. Aber gehört der Hexenglaube wirklich der Vergangenheit an? Wird nicht doch noch ganz heimlich auf dem Blocksberg, dem berühmten Hexentreffpunkt, getanzt oder eine kurze Runde auf dem Besen gedreht? Fast 10% der Deutschen meinen ja. Gut 5 Millionen Bundesbürger sind also fest davon überzeugt, dass es diese weiblichen Ausgeburten der Hölle auch heute noch gibt. Eine Umfrage hat das schlüssig nachgewiesen. Und Umfragen, das weiß man, sind keine Hexerei, sondern wissenschaftliche Methoden zur Meinungserforschung. Ein ganz klares, unerschütterliches Ja, also sagten 2% der Erwachsenen. Weitere 8% sind sich nicht so ganz sicher, räumen jedoch die Möglichkeit ein, dass in der Walpurgisnacht immer noch Hexensabbat gefeiert wird. Hexen sind weiblichen Geschlechts. Daran haben auch neuzeitliche Gleichberechtigungsversuche nichts geändert. Wen wundert es also, dass von den 2% Ja-Sagern der weitaus größte Teil Frauen sind? Je älter die Befragte war, umso mehr glaubte sie an ihre verirrten Geschlechtsgenossinnen, die übrigens nicht immer nur auf einem Besen reiten, sondern ebenso gerne einen Ziegenbock als Transportmittel benutzen. 17% aller Damen über 60 glauben an die Existenz von Hexen.
Die entsprechende Vergleichszahl aus der Altersgruppe der 16- bis 29-Jährigen lautet hingegen nur 6%. Überhaupt gilt die Faustregel, wer älter ist, verfällt eher dem Hexenwahn. Hier zum Beweis ein Vergleichswert der Umfrage. Vielleicht gibt es sie doch, meinten 5% der Befragten bis 29 Jahre. Ab 60 Lenzen waren es schon 14%. Männer sind weniger anfällig gegen die Damen der Unterwelt. Wie könnten sie auch, denn Männer fungierten ja schon im Mittelalter höchstens als Hexenmeister. Ob jemand an Hexen glaubt oder nicht, ist eine Frage der Bildung. Volksschulabsolventen sind weitaus eher bereit, daran zu glauben, als Menschen mit höherer Schulbildung. Und wenn die Volksschule auf dem Lande liegt, dann umso mehr. Auf den Dörfern finden Hexen auch heute noch gute Voraussetzungen für ihr Unwesen. Allerdings lassen die demoskopischen Zahlen hier Gerechtigkeit walten. Wer da der Meinung ist, dass es gerade die einsamen, von der Welt abgeschlossenen Dörfer in der norddeutschen Tiefebene sein könnten, die auch heute noch als Brutstätten des Hexenglaubens angesehen werden müssten, der irrt. Der beste Hexenboden liegt in Bayern. Man sagt uns Deutschen wohl manchmal nach, wir hätten keinen Sinn für Humor. Ob das wirklich so ist, will ich nun wirklich nicht untersuchen. Aber es wäre zu berichten, liebe Gäste, dass das ernste Problem des deutschen Humors schon fast als gelöst gilt. Der Lachsack ist da. Für 12,75 Mark aus jedem Kaufhaus kann man beliebig viel Lachen produzieren, ohne sich anstrengen zu müssen. Man braucht nur auf einen kleinen Kunststoffbeutel zu drücken und schon wird jeder Winkel eines Raumes mit wieherndem Gelächter erfüllt. Zu dieser wahrhaft epochemachenden Erfindung unser Kurzkommentar von Gabriel Laub. Der lachende Sack ist eine Erfindung, die unserer Zeit würdig ist. Maschinen und mechanische Geräte schaffen schon für uns fast alle Arbeiten, die wir nicht selbst ausführen wollen. Warum sollen sie auch nicht für uns lachen? Das Lachen vom Sack klingt nicht allzu intelligent, eher ein bisschen dümmlich. Die Verkaufspsychologen wissen schon gut, was verlangt wird. Und dann, es ist ja schließlich erst der bescheidene Anfang, der erste Wurf. Dann werden die Luxusausfertigungen kommen, mit dem intelligenten, überlegenen, nachsichtigen, ironischen, höhnischen, schadenfreudigen, nachdenklichen, verständnisvollen, leidenschaftlichen, homerischen, selbstbewussten, komplexvollen, entschuldigenden, koketten, herausfordernden, bescheidenen Lachen, kurzum mit allen Lacharten, vom Lachen bis zu Tränen, bis zu dem Lachen durch Tränen, in Herren- und Damenvariationen. Variationen für Kinder werden sich wahrscheinlich nicht lohnen. Kinder lachen noch von selbst. Die Zeit ist nicht weit, wenn alle, die was auf sich halten, ein Lachsäcke-Komplett in der Tasche herumtragen, mit einer reichen Tastatur für alle Lebensfälle.
Das wird einfach und bequem sein. Besonders anspruchsvolle Leute können sich Lachsäcke mit ihrer eigenen Stimme anfertigen lassen. Ein modernes Lachaufnahmestudio mit geschulten Regisseuren kann guten Gewinn bringen. Wie leicht wird das Leben werden? Sie wollen Witze erzählen, nehmen Sie einen lachenden Sack in die Tasche, aber nicht mit der eigenen Stimme, und drücken Sie bei der Pointe. Erstens wird jeder genau wissen, wann er lachen soll, zweitens, das Lachen ist ansteckend. Wollen Sie Witze hören, nehmen Sie einen Sack mit der eigenen Stimme und Ihr Ruf als humorvoller Mensch ist gesichert. Schwiegermutter auf Besuch ist für mich kein rotes Tuch. Schwiegermutter auf Besuch, das regt mich nicht auf. Ja, auch der Gerichtsvollzieher, der kommt ab und zu mir. Doch auch den Gerichtsvollzieher nehme ich in Kauf. Gäste genügend Gelegenheit zu geben, sich die Tränen aus den Augen zu wischen, werden meine Kollegen und ich sich nun taktvoll zurückziehen. Es verabschieden sich von Ihnen Gabi Kowalski, Gernot Brümmerstedt, Lutz Schulze, Joe Motes mit einem herzlichen Auf Wiederhören beim nächsten Rendezvous mit Deutschland. Sie hörten Rendezvous mit Deutschland, eine Produktion des Transkriptionsdienstes der Deutschen Welle Köln.